Das sollten wir auf jeden Fall anlassen. Guck mal, hier ist Kohle. Ist hier Ende? Hier ist Ende. Ach, guck dir das mal an. Ja, wir müssen die Perl Pixel Light Calculation anlassen. Das ist, ich dachte, der Unterschied ist geringer, aber jetzt gerade habe ich gemerkt, nee, das muss sein. Guck mal, hier haben wir auch Kopper. Hier ist schon direkt Gravel, was ich auch haben wollte. Sehr schön. Ach hier, ich bin doch blöd. Das ist doch viel zu viel Fackeln. So. Dann müsste ich nur gucken, dass ich die Brightness ändere. Weil das doch sehr, sehr dunkel ist, gerade für Höhlen. Ach komm, der da oben kann weg. So, aber das hier. Gut, dann können wir hier wenigstens ein bisschen Kohle rausholen. Das macht schon Sinn. Eigentlich müsste ich Cleanstone rausholen, ne? Eigentlich müssten wir das erstmal mit der Sigtouch-Spitzhacke alles abbauen. Damit ich dann halt auch sowas hier machen kann. So, da geht die Kohle sogar noch weiter. So, hier brauche ich die Silk-Touch-Schaufel. Da können wir direkt Gravier mitnehmen. Und ich guck mal ganz kurz, geht das, wenn ich das über die Video-Settings einfach mache mit der Brightness? Wenn ich die auf 50 stelle? Nee, nicht wirklich. Dann gehe ich doch nochmal Video-Settings, Shader-Packs, Shader-Pack-Settings und wo war es? Lighting? Shadow-Light-Multiplier? Nein. Pixelated Shadows brauchen wir nicht. Nee, wo war das denn? Camera? Warum finde ich das denn jetzt nicht? War das hier? Eigentlich muss das doch bei Lighting gewesen sein. Ach hier, Cave Lighting. Very Dark. Default. Dann will ich erstmal Default applyen. Oder ist das nach dem Regler vom Dingens? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Achtet mal so ein bisschen mit auf den Boden. Oder generell drauf. Ja, das ist schon besser. Das Spiel läuft gerade okay. Ich weiß gar nicht, warum es gerade okay läuft, weil sonst war es immer ein bisschen, ja, nicht so flüssig. Aber gut, dann läuft es halt okay. Dann können wir das so lassen. Hoffentlich. Ja, das sieht schon deutlich besser aus. So habe ich mir das vorgestellt hier beim Spielen. Okay, da hinten war, glaube ich, noch einmal Dingens, ne? Irgendwie passt die Textur nicht so hundertprozentig. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Genau, hier ist noch Kohle. So. Und da am Ende war, glaube ich, auch nichts mehr, ne? Ja, das zum Thema, wir machen jetzt aus und so übrigens. Ja, komm, das Copper nehme ich mal mit. Es gibt ja bald die Copper Grades und sowas. Da kann man mal anders noch mitarbeiten. Und ich habe mir da eh schon, ne? Ich habe ja schon, ich mache mir ja schon so ein paar Pläne, ne? Für die Zukunft und alles. Wie wir da weitermachen könnten. Und was wir da noch so alles tun könnten. Und ich habe da ja schon jetzt, ne? Ich habe mir schon so ein paar Gedanken gemacht. Was wir noch so alles anstellen können im Let's Play. Auch bautechnisch anstellen können. So, alles darf hier auch natürlich aussehen. Hier ist noch ein bisschen Kupfer. Das hole ich nochmal mit raus. Sehr schön. Und dann haben wir die Höhle hier doch schon gecleant. Das sieht doch gut aus. So, dann werde ich jetzt einfach mal kurz mit dem Boot zum Haus rüberfahren. Und dann können wir in der nächsten Aufnahmesession beim Haus starten. Das ist, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Wir haben jetzt ja hier doch schon relativ viel rausgeholt. BZW, ich wollte ja eigentlich nur hier vorne starten bei dem, bei der Quarry. Wo ist die denn jetzt? Ist das da vorne? Ist das bei dem Baum vielleicht? Das könnte sein, ne? Das kommt mir so bekannt vor hier von der Ecke.
Ja, genau hier ist es. Da sieht man es noch relativ gut. Da sollten wir vielleicht doch etwas anders hier noch zuschütten. So, auf jeden Fall haben wir hier bei der Quarry ja eigentlich alles, was wir brauchen. Und eine Kiste da unten stehen. Dann gehe ich jetzt doch nicht zurück, weil hier holen wir jetzt eh noch mehr Sachen raus. Dann packe ich das hier einfach in eine Kiste. Habe ich hier eine Kiste? Weiß ich nicht. Nee, habe ich nicht. Dann machen wir nochmal schnell eine Kiste. Da reicht jetzt auch erstmal eine Einzelkiste. Denn ich möchte einfach das, was ich hier raushole, lagern können. Das heißt, wir haben Gravier rausgeholt, wir haben Stein rausgeholt und hier ein bisschen was an Erze rausgeholt. So, genau. Der Raum hier ist ja schon gewachsen. Und da könnten wir von dem Raum ausgehend hier einfach weiter runtergehen. Ich weiß nicht mehr, auf welche Höhe. Höhe 16 war das, glaube ich, ne? Wir sind auf Höhe 43. Da müssen wir also noch ordentlich runtergehen. Das würde ich sogar einfach vielleicht hier, ja, nicht die Treppe gerade weitergehen lassen. Also den Raum möchte ich hier schon vernünftig haben. Ich könnte natürlich dann auch hier eine Treppe runtergehen lassen, wobei das ein bisschen steiler ist da unten. Das macht vielleicht nicht ganz so viel Sinn. Oder wir lassen es schräg runtergehen in eine Richtung. Ich kann auch hier, könnte ich runtergehen. Aber egal, das überlege ich mir in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen. Nee, komm, wir fangen das an. Jetzt bin ich eh bei so einer blöden Aufnahmezeit auch. Das macht gar keinen Sinn, da jetzt zu stoppen. So, das heißt, wir haben hier natürlich den theoretisch den natürlichen Abgang, den wir nehmen könnten. Wo wir halt auch eigentlich gut runterkommen, ne? Aber das ist mir halt schon, da müsste man schon fast so eine Wendeltreppe oder sowas nehmen. Oder halt wirklich wie so ein Fahrstuhl, dass man einfach gerade mit einer Leiter hier runterklettern kann. Kann man auch den Raum erweitern und hier halt gerade irgendwie runterklettern. Weiß ich jetzt nicht, ob das so Sinn der Sache ist. So, ich baue mich hier jetzt erstmal rüber. Da vorne ist Eisen. So, da kommt eine Fackel hin und dann mache ich hier weiter. Okay, mache ich erstmal so. Gut, da hinten kommt noch irgendwas. Hier geht es halt super tief runter. Da kommt man ganz schnell schon auf Diamant-Level, wobei wir hier halt immer noch... Hier ist Level 8. Das heißt, eigentlich müssten wir hier irgendwie runtergehen. Ich lasse das Eisen da gerade nochmal drin. Ich weiß, da war Eisen, aber ist egal. So, das heißt, hier müssten wir eigentlich sagen, wo ist welcher Abgang. Dann würde ich aber vielleicht den Abgang zu Eisen, können wir hier gerade machen, aber ich würde das noch erweitern in die Richtung ein Stückchen. Dass wir einen 3 breiten, das hier war ein 4 breiter Abgang. Genau, dann geht es nach unten in 3 breiten Abgängen. Aber ich würde den hier halt nicht geradeaus anfangen lassen, sondern auf jeden Fall daneben. Das heißt... 1, 2, ja, wir müssten hier auf jeden Fall noch 2, 3 weitergehen in die Richtung. Dann könnten wir hier so 3 weitergehen vielleicht, erstmal. Zack. Und dann kriegen wir das, glaube ich, so ganz gut hin. Ja, nachdem wir den Häcksler jetzt fertig haben, können wir uns natürlich hier auch wieder sagen, ja gut, jetzt haben wir den Häcksler fertig, dann dürfen wir uns hier auch die Zeit nehmen, um das zu bauen. Weil mit dem Häcksler, der schon auf 100 Folgen, seit 300 Folgen gewartet hat oder seit 400 Folgen, ja, da war mir das echt dann doch ein bisschen zu blöd. Das war ja, glaube ich, das, wo wir hier dann auch abgebrochen hatten. So, das heißt aber auch, dass wir hier ziemlich sicher bald nochmal neue Dingens brauchen. Neue Spitzhacken, beziehungsweise eben die Spitzhacken nochmal dingensen müssen. Nochmal reparieren gehen müssen. Was aber nicht so schlecht ist, dann können wir, wenn wir das nächste Mal reparieren gehen müssen, dabei dann auch wirklich mal beim Dorf ein bisschen weitermachen und ein bisschen länger beim Dorf bleiben. In der Hoffnung, da dann alles auszubauen und dass ich mich bis dahin auch mal informiere, was denn eigentlich noch so sinnvoll ist. An Trades.
So, wenn wir das so haben, könnten wir hier quasi sagen, der Dreierabgang in die Richtung, das ist der, der nach unten geht. Das heißt, hier können wir dann einen Dreierabgang machen. So lasse ich das erstmal und dann habe ich hier, genau, ab hier würde ich dann runtergehen. Oder? Ne, ich gehe noch einen nach vorne. So. Erstmal hier die Kohle noch mitnehmen. So, wenn ich jetzt die Fackel in die linke Hand packe, ist es auf jeden Fall schon mal besser. Ja, doch, so geht das. Mit dem Abbauen. So, und dann mache ich hier erstmal die Wand dicht. Und dann geht's ab hier runter. Das heißt, hier würde ich dann die Treppe anfangen. Die uns dann bis auf Höhe 16 runterbringt. Und dann können wir von da aus weiter gucken. Wie wir das weitermachen wollen. Die Frage ist jetzt halt noch, aus welchem Material machen wir die Treppe? Da bin ich mir noch nicht sicher, wie wir das angehen werden. Müssen wir mal schauen. Am besten einfach auch wie hier, ne, aus Stein. Und dann halt in einem einfacheren Design, wo man nur ein bisschen Holz an der Seite hat. Macht das Sinn mit Steintreppen? Wobei, den Stein will ich ja auch bald benutzen. Aber alles andere macht keinen Sinn, ne? Da müssen wir Steintreppen nehmen. Komm, ich mach mal ein paar. So, ich fange mal hier unten an. Wenn wir sagen, hier sind Steintreppen. Hier sind Steintreppen. Da sind Steintreppen. Und da kommen Steintreppen hin. So, dann geht's von hier aus runter. Da müssen wir auf jeden Fall oben mit der Dingens noch eins weiter nach hinten. Ja, das passt von der Höhe auf jeden Fall. Das heißt, hier müssen wir noch zwei nach hinten gehen und hier müssen wir sogar drei nach hinten gehen. Und so. Beziehungsweise würde ich gar nicht viel höher gehen wollen, vielleicht als... Besser? Upsi. Als so. Nicht dich. Dich wollte ich da haben. So. Dann kann ich die Fackel da nämlich wieder rausnehmen. So, das reicht ja hier theoretisch, ne? Wenn ich das hier mal wegnehme. Und dann nehme ich mir mal hier ein paar Cleanies. Das ist definitiv genug so. Genau, dann haben wir hier eben einfach unseren Abgang für Eisen. Und dann können wir hier irgendwo anders dann noch da vorne oder so den Abgang für Diamanten machen. Aber das ist schon mal ein schöner Anfang, würde ich sagen. So, von den Fackeln her mache ich hier einfach mal zwei hin. Und dann könnten wir ja... Ach, ja, so vielleicht. Und so vielleicht. Und dann hätten wir hier zwischen 1, 2, 3 diagonal frei. Aber so sieht das doch ganz gut aus. Und dann geht's hier halt einfach weiter runter. Zack, 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 zack. Und so weiter. Und das Ganze, die ganzen Cleanstones, die wir hier rauskriegen, können wir dann wieder schön bei unserem Bauernhof benutzen, um da dann die Felder schön auszustatten. Ich weiß, wir hätten die Felder auch anders machen können, dass man da wirklich riesige Felder hat. Aber das möchte ich mir für die Zukunft irgendwo anders nochmal aufsparen. Weil die Felder, die wir da jetzt haben, würde ich wirklich gerne auch benutzen. Und nicht, nicht einfach nur so als Deko haben. Das wäre dann was, wo ich dann wirklich mal so eine ganze Fläche, so eine riesige Fläche bepflanzen wollen würde. Das habe ich auch vor, keine Frage. Kennt man ja aus auch so manchen, ich sag mal, von so manchen YouTube-Projekten. 1, 2, 3 diagonal, da unten kommen die nächsten hin. 1, 2, 3 diagonal, dann werden da die nächsten, das passt. 1, 2, 3 diagonal, ja, okay. Und hier oben, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Na gut, den Rest lasse ich mal frei, aber so kommen wir auf jeden Fall gut runter. Und wir sind jetzt hier schon auf Höhe 36 nach unten. Aber das ist doch ein guter Anfang.
So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs dabei sein, vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht es dann entweder hier weiter oder mit einer normalen, in Anführungsstrichen normalen Höhlentour oder wer weiß, was mir bis dahin noch so in den Kopf schießt an Ideen. Danke fürs dabei sein, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss und auf Wiederschauen. Ciao.